Grüß euch miteinander, herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe beim Vollkocher. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir machen heute was etwas Ausgefallenes aus meiner Zeit aus der etwas gehobenen Gastronomie. Und zwar einen Wels im Eierschwammerlmantel mit einem Thymianschaum auf einem grünen Erbsenpüree. Wie das funktioniert und wie das alles geht, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Dazu brauchen wir ein bisschen an frischen Wels, das ist übrigens österreichische Ware, das ist alles heimisch, ein bisschen ein Knödelbrot, selbstgepflückte frische Pfifferling oder Eierschwammerl, ein Thymian, ein Rosmarin, ein bisschen an Petersilie, ein bisschen an Butter, dann aus meinem letzten Video, oder eines meiner letzten Videos, getrocknete Eierschwammerl, ist optionell, das ist kein Muss, ein bisschen an Milch, zwei Eier, ein Weißwein und gewürfelte Zwiebeln. Um das Ganze ein bisschen in Form zu bringen, habe ich mir da beim Metzger meines Vertrauens ein bisschen ein Schweinenetz geholt. Ein kleiner Tipp am Rande, wenn euch das Schweinenetz relativ stark nach Schwein riecht oder schon fast ein bisschen stinkt, gebt ein bisschen an Essig mit dazu, das neutralisiert dann das Ganze und hat nicht mehr so einen penetranten Schweinegeruch oder einen Schweinegeschmack. Zum Schweinenetz möchte ich euch nur sagen, dass nach dem Garprozess ihr weder optisch noch geschmacklich viel von dem Schweinenetz bemerken werdet. Es ist eigentlich rein nur dazu da, dass die Masse mit dem Fisch nicht auseinanderfällt und dass das eine kompakte Masse bleibt. Wir werden jetzt als allererstes uns den Wels ein bisschen zuputzen, ein bisschen schön zuschneiden und werden uns mit den Abschnitten für den Thymianschaum oder für die Thymiansauce dann hinterher ein kleines bisschen an Fischfond aufstellen. Da habe ich jetzt den fangfrischen Wels, den Bauchlappen, das nehme ich einfach einmal ab, schneide mir das ein bisschen klein und werde das dann gleich benutzen und von dem eben mein Fischfond herzustellen. Mache aber da gar keinen großen Akt daraus. Insgesamt habe ich angefangen für ungefähr 4 Personen mit einem Kilo Wels. Hab das Ganze jetzt ein bisschen zuputzt und jetzt sind ungefähr so 850 Gramm von meinem Wels. Den Wels stelle ich jetzt auf die Seiten und werde mich gleich einmal um meine Semmelknödelmasse kümmern. Für meine Semmelknödelmasse habe ich mir in den kleinen Topf ein bisschen Butter gegeben und gebe da ungefähr die Hälfte von meinen Zwiebeln mit dazu. Schwitze das Ganze glasig und gehe es dann mit Milch auf. Meine Knödelmasse, die werde ich einfach mit Salz und Pfeffer würzen. Gebe dann da auch schon meinen gehackten Petersil dazu. Den Rest übrigens verwende ich dann hinterher gleich für mein Fischfond. Ein bisschen an Rosmarin gebe ich dann für die Semmelknödelmasse dazu und auch schon gleich ein kleines bisschen an Thymian. Hack das Ganze ein wenig grob durch und gebe das auch schon zu meiner Semmelknödelmasse. Meine Eier, die trenne ich mir. Das Eiweiß gebe ich zum Aufschlagen in so einen Literbecher und das Eigelb gebe ich gleich zur Semmelknödelmasse. Schauen, dass euch keine Goldfische entstehen, das heißt, ihr müsst das Eiweiß aufschlagen, wenn da Eigelb dran ist, wird euch das Eiweiß nicht mehr schnittfest. Der Behälter sollte auch dementsprechend fettfrei sein, weil sonst habt ihr das gleiche Ergebnis und ihr werdet das Eiweiß nicht ausschlagen. Euer Eiweiß darf ein ganz kleines bisschen salzen, um eben die Aufschlageigenschaften vom Eiweiß ein ganz kleines bisschen zu verbessern. Euer Eiweiß sollte jetzt schnittfest in einem Literbecher stehen. Um euer Semmelknödelmasse jetzt ein bisschen saftiger zu halten, gebe ich jetzt auf die Menge ungefähr noch so 1,5 Esslöffel Sauerrahm dazu. Das dient dazu, dass hinterher, wenn der Fisch mit der Panade so in den Ofen geht, nicht gar so austrocknet.
Ich gebe jetzt zu meinem hergerichteten Knüllbrot, wo die Gewürze, Salz, Pfeffer, Muskat, das Eigelb und eben die Kräuter schon drin sind, da gebe ich mir jetzt meine lauwarm erwärmte Milch mit den Zwiebelwürfeln mit dazu. Werde dann auch den Sauerrahm schon unterheben. In der Zwischenzeit werde ich dann meine Pfifferling einmal, oder meine Eierschwammerl mit dem Butter ein wenig anschwenken und gebe dann hinterher die angeschwenkten Pilze gebe ich da dazu und hebe ganz zum Schluss das Eiweiß mit dazu. Das Eiweiß gibt mir dann eine richtig fluffige, leichte Semmelknödelmasse, die praktisch diesen Fisch dann umgibt. Und durch diese Luft, durch die eingeschlossene Luft, geht dann eben diese Knödelmasse im Ofen ein wenig auf. Und so erreicht es einfach ein viel, viel luftigeres Endergebnis. Für meine Eierschwammerl gebe ich mir ein ganz kleines bisschen oder die Hälfte mehr oder weniger von meinen Zwiebelbrunoas in die Pfanne da dazu. Ich schwitze das da ein wenig glasig. Und gebe dann da schon gleich einmal meine Eierschwammerl mit dazu. Das Ganze würze ich dann ein ganz kleines bisschen noch mit meinem selber gemachten Bärlauchsalz. Wie ihr seht, verlieren die Schwammerl relativ viel Flüssigkeit. Das werde ich jetzt alles einreduzieren. In der Zwischenzeit, während jetzt die Schwammerl ein kleines bisschen einreduzieren, werde ich meine getrockneten Pfifferling ein ganz kleines bisschen in der Molinette klarhäckseln. Warum ich das tue? Von folgendem Grund, ich möchte einfach mit den getrockneten Pilzen den Geschmack noch ein ganz kleines intensivieren. Wer keine Pilze zur Verfügung hat, der kann das natürlich alles ohne machen. Dazu gebe ich meine Schwammerl jetzt einfach da in die kleinen Molinetten und häcksel das einfach ganz kurz durch. Meine Eierschwammerl haben jetzt die Flüssigkeit soweit freigeben, sind einreduziert und werde das Ganze jetzt einfach noch einmal mit einem kleinen bisschen Weißwein ablöschen. Noch einmal einreduzieren und gebe das dann zu meiner Semmelknödelmasse. Ich habe jetzt weitestgehend alles drin. Ich gebe jetzt meine 1,5 Esslöffel von Sauerrahm mit dazu und gebe auch jetzt da die Flüssigkeit mit drunter. Verrühre das Ganze, schauen, dass es auch wirklich gut aufquillt und aufwacht. Gegebenenfalls müsst ihr dann ein kleines bisschen an Milch geben. Schauen, dass euch die Milch nicht zu heiß ist, sonst gerinnt euch das Ei und ihr habt dann oder das Eigelb und ihr habt hinterher dann keine Bindung. Ein kleines bisschen Muskatnuss gebe ich noch dazu. Da hat es mal vorsichtig dosieren. Muskatnuss gehört zu den Halluzinogenen, also hat eine berauschende Wirkung. Mein Semmelknödelmast ist jetzt eigentlich so ganz fertig und da gebe ich jetzt eben meine sortierten Eierschwammerl mit dazu. Auch wiederum aufpassen, dass euch die Eierschwammerl nicht zu heiß sind, sonst gerinnt euch wiederum das Eiweiß. Beziehungsweise das Eigelb. Schauen, dass das eine schöne homogene Masse gibt. Wenn euer Mast dann so ausschaut, dann kannst du das steif geschlagene Eiweiß unterheben. Die ganz genauen Mengenangaben, die findet ihr natürlich dann wie immer unten in der Videobeschreibung. Während ich jetzt dort die Semmelknödelmasse gemacht habe, habe ich mir nebenzu schon mal ein ganz kleines bisschen an Fischfond aufgestellt, also von meinen Welsabschnitte, von ein bisschen Petersilie, von Karotten, von einem Lauch, Gewürze. Das brauche ich dann hinterher eben für meine Thymiansauce bzw. für meinen Thymianschunk. Ich habe jetzt da eben mein Thymian mit drin, Lorbeerblattl, ein bisschen Wacholderbeere, ein bisschen angestoßener Pfefferwein oder zugegeben und könnte das ausnahmsweise jetzt da salzen, weil Fischfond normalerweise nicht gesalzen wird. Ich aber das gleich weiterverarbeite, deswegen werde ich jetzt da gleich auch eine Prise Salz dazu geben. Den Fischfond werde ich mir jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten leise köcheln lassen. Nicht länger, damit euch der Fischfond nicht braunig wird.
Jetzt kommt für die Zuschauer wahrscheinlich der interessanteste Teil von dem Ganzen, und zwar das Schweinenetz. Es ist ja nicht wirklich was Alltägliches, dass man sich irgendwas in ein Schweinenetz einwickelt. Da geht es jetzt als erstes her und da hat es euch den Fisch mit ein bisschen Salz, Pfeffer und mit ein bisschen Zitronenabrieb, also mit Zitronenzeste, würzen. Dazu geht es jetzt her, da hat es euch den Fisch salzen. Ganze auch gleich ein wenig pfeffern mit der Schale und ein bisschen von einer Bio-Zitrone. Das Ganze noch ein bisschen parfümieren. Ihr dreht euch den Fisch und macht das Ganze noch einmal. So zu unserem Schweinenetz. So schaut das Ganze dann aus. Dann legt euch da ein passendes Stück Schweinenetz aus und gebt euch den Fisch auf das Schwein. Dann druckt euch das Ganze wieder ein wenig fest, bringt das Ganze da ein wenig in Form. Und schlagt sich das wiederum in dieses Schweinenetz ein. Backerl wie immer, oder wie vorhin eben, großzügig an den Enden abschneiden, den Wulst umlegen und wiederum ins Backblech absetzen. Und so sollte das Ganze dann hinterher ausschauen. Für mein Erbsenpüree habe ich die Erbsen hergerichtet, der Topf steht auf, ich werde die Zwiebeln anschwitzen, die Erbsen mit dazugeben, das ganz kleines bisschen weichdünsten, salzen, ein bisschen pfeffern, mehr auch schon gar nicht mehr, werde es dann hinterher im Blender einfach ein bisschen aufmixen, ein bisschen der Sahne dazugeben und fertig. Ich habe mir dann auch gleich meine Karotten, habe ich mir geschält und das habe ich auch schon blanchiert. Die mache ich dann hinterher auch bloß noch ein bisschen warm, ein bisschen salzen, ein bisschen pfeffern, braucht es auch schon gar nicht mehr. Der Fisch, der geht jetzt auch gleich mal in den Ofen rein. So, ich gebe meine Zwiebeln mit dazu, schwitze das ein ganz kleines bisschen an, gebe auch da schon meine Erbsen mit dazu. Salz das Ganze. Jetzt auch ein bisschen Pfeffer mit dazu. Gib ein kleines bisschen Wasser mit drauf. In der Zwischenzeit habe ich dann da auch schon meinen Fischfond abpassiert. Den werde ich jetzt erhitzen, ein bisschen einen Schlag unterheben, werde das Ganze mit Stärke ein ganz kleines bisschen abziehen und hinterher dann in mein Sahnebläser füllen. So, nach 4-5 Minuten sind meine Erbsen auch schon so fertig. Ich gebe das Ganze jetzt da in den Blender oder in diesen Mixer und werde mir das Ganze wirklich ganz fein pürieren. Da das Ganze natürlich auch alles relativ schnell dick wird, gebe ich mir da eine warme Sahne mit dazu und mixe das einfach weiter. Die Karotten, die werden auch einfach in Butter dann ein bisschen abgeschwenkt. Ich salze das Ganze ein ganz kleines bisschen. Ich pfeffer das. Und gebe dann da noch eine Prise Zucker. Lasst das Ganze ein kleines bisschen karamellisieren, schmeckt wunderbar. Die Karotten, die da bis zum Anrichten auch einfach einmal auf die Seite stellen. Mein abgeseiten Thymianschaum, den ziehe ich ab. Also ich werde ein ganz kleines bisschen eindicken mit Stärke,
koche das Ganze einmal auf und kann dann auch die Flüssigkeit schon in mein Easy geben. So, ich habe meine Soße jetzt noch abgeschmeckt mit Salz, ein bisschen Pfeffer, ein ganz kleines bisschen Weißwein habe ich noch dazu da und eben ein bisschen Sahne. Habe das Ganze abgedickt und das geht mir jetzt in meinen Sahnebläser. So, alle Komponenten sind fertig. Ich würde sagen, wir dann gar nicht lange rum, wir richten an. So, jetzt schaut's her. Und so schauen euch die Backerl dann, wenn sie aus dem Ofen kommen, schaut euch das so aus. Wir werden uns das gleich jetzt einmal anschneiden. Wunderbar saftig. Tolle Angelegenheit. Schaut's her da. So, dann darf ich sagen, wir richten einfach einmal an. Fisch geben wir dann da auf unser Püree. Dann die glasierten Karotten legen wir uns so an. Dann kommt noch der Kartoffelchip. Geben uns da mit dem Easy ein bisschen Schaum auf den Teller. Schön aufgeschäumt, schaut euch das an. Garnieren das Ganze noch ein wenig aus. Geben über das Ganze ein bisschen Pfeffer und würde sagen, ist fertig zum Essen. Jetzt sind wir auch für heute auch schon wieder am Ende angelangt. Heute ein bisschen was sehr Extravagantes. Wie schon gesagt, aus meiner Zeit, aus der sehr gehobenen Gastronomie. Kann aber mit ein bisschen Übung von euch ja jeder noch machen. Glaube ich, ist machbar. Ihr habt die Schritte gesehen, macht es so, wie ich es vorgemacht habe und dann sollte am guten Resultat eigentlich so nichts im Weg stehen. Über den einen oder anderen Kommentar von jemandem, der das vielleicht wirklich einmal nachkochen sollte, darf ich mich natürlich narrisch freuen. Teilen, liken, abonnieren, bitte nicht vergessen, das Glöckchen betätigen, dass ihr in Zukunft nichts versäumt. Vielleicht seid ihr auch das nächste Mal dabei, wenn es dann wieder heißt, mit Vollgas beim Vollkocher. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, wird euch.